Auch heute noch lebt des Herren Wort auf der Erde. Heute wollen wir Ihnen wunderbare Musik von Friedrich Theodor Fröhlich vorstellen. Er ist wohl einer der wichtigsten Schweizer Komponisten in der Frühromantik. Ganz ungewöhnlich ist in Klavierbegleitung, die ich in fröhlichen Musik fand, war seine soloistische Ausbrüche, wo ich dann meine Fähigkeit als Klaviervirtuoso zeigen konnte. Und hier habe ich tatsächlich den ganzen Umfang von dem Klavier, 6,5 Oktaven benutzt, und ich glaube, so eine Begleitung sieht man kaum in einem anderen Komponisten aus der Zeit. Das Klavier, das hinter mir steht, das entstand aus dem Jahrgang so circa 1810. Und es wurde von dem Stiefsohn von dem berühmten Klavierbauer Anton Walter gebaut. Die Klavierbauern damals hatten auch versucht, dann neue Ideen umzusetzen und neue Klänge aus dem Klavier herauszubringen. Und du, mein Herz, du möchtest Träumen vergehen. Das Thema Heimat beschäftigt Chin und mich eigentlich schon sehr lange. Für uns ist beide nicht ganz klar, wo ist unsere Heimat und was ist überhaupt Heimat? Und so war es auch für Fröhlich nicht immer klar, wo Heimat ist für ihn. Denn in Bruck ist er groß geworden, aber seine beste Zeit hatte er wohl in Berlin während seinen Studienjahren. Und als er zurückkam nach Aarau, war er nie wirklich glücklich. Nicht mit der Musikauswahl wollten wir verschiedene Aspekte der Heimat beleuchten. Da geht es nicht nur um örtliche Heimat wie dem Vaterland oder den Heimatfluren, sondern auch die Heimat in der Natur und in der geborgenen Einsamkeit. Aber auch, was es heißt, verstoßen sein von der Heimat. Oder im Gegensatz dazu, die Heimat in einer liebenden Person,